Yo, servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Legend of Legaia. Wir sind hier in einem Dungeon, der uns zum unterirdischen Konkram führt. Ja, und da kämpfen wir uns jetzt schon seit dem letzten Part durch und wird irgendwie ziemlich lästig. Weil es dauert ziemlich lange, der Dungeon. Es kommen immer wieder diese verdammten Zufallskämpfe. Aber was soll's. Der Gala, wie er böse guckt, Alter. So, wo geht's jetzt weiter? Hier, okay. So, ich hoffe, wir sind bald raus aus diesem Dungeon. Ach, Menno. Aus dem Hinterhalt. Nein. Abhauen. Kein Bock auf Kämpfen. Sind wir aus dem Dungeon raus? Oh ja! Wow! Wahn, Gala, da sind jede Menge Leute. Ah, oh, das müssen die Höhlen unter Okdam sein. Okdam? Das heißt, Harry muss hier sein. Er ist derjenige, der mir meine Träume deuten kann. Er muss hier sein, stimmt's? Ja. Hurra! Wahn, vorwärts! Suchen wir Harry! Okay, suchen wir diesen Harry. Erst gehen wir mal rasten hier im Inn. Ah, hier gibt es auch einen Rüstungsladen, aber zuerst werde ich pennen. Willkommen, 200 Gil pro Nacht, oder Gold, oder Geld, oder keine Ahnung für was das G steht in dem Spiel. Liebling, kannst du es fühlen? Es ist Noah, ich fühle Noahs Nähe. Ah, Noah, ich kann sie auch spüren. Es ist Noah, meine Tochter. So warm, so ein reines Herz. Sie wächst gesund auf. Anscheinend hat sie ein paar wunderbare Freunde gefunden. Wer spricht da? Wer ist da? Noah, hörst du mich? Ich bin's. Dein Vater. Mein Vater? Vater! Bist du es, Vater? Ist Mutter auch da? Ja, wir beide passen auf dich auf, Noah. Ich möchte dich sehen, Vater. Ich möchte auch Mutter sehen. Und wir wollen dich sehen, aber wir sind in ewiger Dunkelheit gefangen. Wir können dir nur unsere Worte über dein reines Herz in deine Träume senden. Es tut weh, dir unsere Worte nur so schicken zu können. Vater! Mutter! Ah,
Mutter will ich auch sehen. Nur, wir warten auf dich. Einen Moment noch, Mutter und Vater, ich bin gleich da. Ich komme, ich gehe zur Stelle mit dem dichtesten Nebel, um euch zu sehen. Tja. Erstmal zum Waffenshop. Was gibt es hier? Eine Kampfklinge. Harter Schlag, Waffe für Noah. Eine rote Keule haben wir, Expensive Iron Man Panzer. Kaufen wir Edelsteinklammer. Wir kaufen einfach das Beste für alle. Scharlachrote Robe. Olivgrüne Schuhe. Kämpferband. Kampflatte, Kampfstiefel. Und jetzt ist mein Geld weg. Toll, ne? Hier ist das ganze Geld verbraucht. Ich kann ja die alten Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. So. Und tschüss. Was hat der noch für Items? Warum gibt es kein Objekt, das 800 Gesundheitspunkte für alle auf einmal heilt? Das ist ein bisschen doof. Was soll's? Gehen wir einfach. Schaut mal wieder vorbei. Ich glaube nicht. So, jetzt müssen wir diesen Harry finden. Ein Erdbeben, ein Erdbeben. Rettet euch. Schaut mal, Deborahs Haus, es stürzt gleich ein. Ah, es wackelt, helft mir doch. Okay, ich glaube, das schafft sie nicht mehr. Okay, sie hat es geschafft. Ich glaub's nicht. Ein Albtraum ist nichts dagegen. Oh nein! Wow, wann hast du das gesehen? Das ganze Haus ist eingestürzt. Ja, wir haben's gesehen. So ein Kack, ne? Was ist das? Eine Kneipe? Ich muss diesen Harry finden, aber wo ist der Harry? Ich glaube da drüben. Schauen wir mal nach. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich weiß, dass wir in Gefahr sind, doch wir können nur beten. Was tust du? Es ist verboten, mit Harry zu sprechen, wenn er schläft. Verschwinde sofort von hier. Ah, da ist Harry. Ich will mit ihm reden. Okay, dann halt nicht. Vielleicht müssen wir zuerst mit jemand anders quatschen. Vielleicht mit dieser hier, die ihr Haus verloren hat. Mein Haus, mein schönes, geliebtes Haus. Ja, was soll ich machen? Bla 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 bla. Oh, hier ist, glaube ich, der Aufzug. Gibt es
da irgendwas Interessantes in dem Gebäude? Ah, eine Truhe mit einer Medizin. Nun, ihr seid neu hier. Ja, ich bin der Bürgermeister. Ein Nutzloser dazu. Die Leute leiden so sehr, doch ich kann nichts tun. Ich bin so unfähig. Wenn Harry nur aufwachen würde, könnten wir etwas gegen unsere Lage tun. Dieser Ort ist gefährlich. Ihr tätet gut daran, schnell zu verschwinden. Unter uns, ich bin zwar erstmal den Nebel entkommen, doch ich lebe nicht mehr lange. Aha. Ah, hier war ein magisches Wasser. Oh. Kommt alle her, es ist Harry. Harry ist endlich wach. Du. Bürgermeister, es ist soweit. Harry ist endlich wach. Nicht möglich. So eine wunderbare Nachricht. Die Stadt ist gerettet. Keine Zeit vergeuden. Wir müssen zu Harry in den Palast der Meditation. Habt ihr das gesehen? Dieser Typ hier hat uns einfach umgerannt. Dieses Arschloch hat uns einfach umgerannt. Einfach so. Tsch, voll in uns rein. Naja, was soll's. Gibt's ja auch noch ein magisches Wasserversteck. Nee. So, wo war jetzt der Tempel von Harry? Hier drüben, glaube ich. Wie schade, Harry will nicht mal mit mir sprechen. Er sagt, er möchte nur mit euch Fremden sprechen. Ich fühle mich richtig abgelehnt. Okay, alles klar. Ich bin der Harry der Gegenwart. Ich erzähle dir, was an der Oberfläche der Zeit treibt. Bist du bereit, von der Gegenwart zu hören? Ja, bin ich. Die Handlanger des Nebels wollen in der letzten Phase die Welt vollständig zerstören. Hartnäckig verfolgen sie nun uns, die wir den Angriff des Nebels gerade so überlebt haben. Nun stellen sie eine Armee auf, um Legionen zu töten oder in Serum-Monster zu verwandeln. Tief unter Okdam, am Ende des Feuerwegs, halten sich ihre Handlanger auf. Wahn, Noah, Gala, vernichtet die Handlanger des Dämons mit den Kräften eurer Seru. Nur so kann diese Stadt vor der Gefahr bewahrt werden. Nur die Rettung jedes Invidiums kann die Welt vor ihren drohenden Untergang bewahren. Kämpf mit all deiner Kraft, die Kraft des Genesis-Baums ist mit dir. Der Rem der Gegenwart, hast du genau hingesehen? Hast du genau zugehört? Ja, habe ich. Und dies waren die Worte Rems. Ich gehe jetzt wieder schlafen. Okay. Harry ist ein Baby. Ich bin der Harry der Vergangenheit. Ich zeige dir die Quelle des Flusses der Zeit. Bist du bereit, von der Vergangenheit zu hören? Ja, bin ich. Am Anfang der Reise steht die Unabwendbarkeit der Zeit als Brücke zwischen früher und heute. Die Beziehung zwischen Nebel, Seru und Ra-Seru ist ein Teil der Unabwendbarkeit der Zeit. Jenseits unserer Welt der Menschen liegt Seru Kai, die Heimat der Seru. Alle Seru in der Welt der Menschen stammen aus Seru Kai. Die Menschenwelt und Seru Kai gehören zusammen, aber die Welten sollten getrennt bleiben. Durch einen unglücklichen Zufall gelangten die Seru in die Welt der Menschen. Die Menschheit lernte von der Kraft der Seru und baute die Zivilisation auf. Doch ihre zu große Abhängigkeit von den Seru verwirrte die Menschen und hatte grausige Folgen. Inmitten des Nebels ist ein Dämon, selbst Rems Augen erkennt sein wahres Wesen kaum. Dieser Dämon, weder Mensch noch Seru, wollte durch den Nebel die Welt zerstören. Es ist kein Zufall, dass du von den Ra-Seru auserwählt worden bist. Kämpf mit all deiner Kraft, der Kraft des Genesis-Baums. Hast du zugehört? Ja. Gute Nacht. Dies waren die Worte Rems. Ich gehe jetzt wieder schlafen. Gute Nacht. Ich bin der Harry der Zukunft.
Ich nenne dir das Ziel des Flusses der Zeit. Okay. Leider liegt der Schatten des Nebels auch über der Zukunft. Selbst mit Rems göttlicher Kraft ist es nicht möglich, in die Zukunft zu sehen. Ich kann dir nur dies sagen, hör gut zu. Wahn, ein schlimmes Unglück zerschlägt deine Hoffnung. Noah, deine Eltern sind noch am Leben. Sie sind in Konkram, im Königreich Karisto. Hast du das gehört, Wahn? Gehen wir ins Königreich Karisto. Auf nach Konkram. Ja, wenn du nach Konkram gehst, Noah, wirst du deine Eltern wiedersehen. Doch Vorsicht, das Treffen mit ihnen wird dich sehr beunruhigen. Jetzt du, Gala. Songe wird sich für dich als ein Albtraum entpuppen. Denk dran, Songe ist dein Schatten, dein alter Ego. Als Teil der Zeit sind Unglück und Erlösung zwei Seiten derselben Medaille. Ihr selbst könnt Albträume begünstigen und herbeiführen. Doch solange Hoffnung da ist, kann der tiefste, rasche Fluss der Zeit eure Hoffnung erfüllen. Kämpft mit all deiner Kraft, die Kraft des Genesis-Baums ist mit dir. Okay. Dies waren die Worte Rems, ich gehe jetzt wieder schlafen. Wahn, Gala, vergesst nicht, wir müssen nach Konkram. Konkram! Songe ist mein Schatten. Was kann das nur bedeuten? So, jetzt schläfen alle drei Haare wieder. Ich habe die gute Nachricht gehört. Ihr werdet also diese Stadt retten. Der Feuerweg, von dem Harry sprach, ist ein Tunnel nordwestlich der Stadt. Die Wachen haben Anweisung, euch durchzulassen. Nun gut, ich muss gehen. Tja dann. Adios. Ein Erdbeben. Erdbeben. Erdbeben, wir müssen Schutz suchen. Ja, wir müssen schnell abhauen. Harry! Die Erde tat sich auf und verschlang Harry. Tja. Wahn, hörst du mich, Wahn? Noah, Gala, seid ihr da? Wahn, Noah, Gala. Ich wusste, dass die Welt uns verschlingen würde. Jedes Geschehen ist im Herzen Rems, des Gottes der Zeit, vorherbestimmt. Jedoch, Ra-Zero-Helden, ihr dürft die Mission nicht vergessen, mit der ihr betraut seid. Der Harry der Gegenwart beauftragte euch zunächst zum Feuerweg zu gehen. Vernichtet die Handlanger des Nebels, die Unheil über Okdam gebracht haben. Dies wird euch die Tür zu einer neuen Zukunft öffnen. Die drei Gesichter Rems wachen über euch. Eines Tages werden wir uns zufällig treffen. Kämpft mit all eurer Kraft. Die Kraft des Genesis-Baums ist mit euch. Wahn, ist Harry tot? Ich glaube, Harry kann gar nicht sterben. Du hast recht, Harry kann gar nicht sterben. Das soll jetzt nicht grausam klingen, aber ihr müsst realistisch sein. Niemand, nicht mal Harry, könnte das hier überleben. Ihr habt Harrys letzte Worte gehört. Er ist tot. Sag sowas nicht. Gala, du bist so gemein. Du hast so ein kaltes Herz. Vor seinem Tod trug Harry uns auf, Okdam zu retten, oder? Noah, du kannst später traurig sein. Doch jetzt müssen wir Harrys Auftrag erfüllen. So wahren wir sein Andenken am besten. Habe ich recht, Wahn? Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Der Feuerweg. Dort hat Harry gesagt, sind die Handlanger des Nebels zu finden. Auf zum Feuerweg und schnappen wir uns dieses Nebelgesindel. Machen wir sie fertig. Ja, so ist es. Jetzt müssen wir zum
Feuerweg. Wo befindet er sich? Hier mit dem Aufzug? Entlang oder was? Ne, das ist der Aufzug. Hier hinten irgendwo. Wo ist dieser Feuerweg? Hier vielleicht? Hier sind wir hergekommen, ne? Irgendwo muss es hier einen Weg geben. Ah, hier drüben vielleicht. Ah, ich glaube, hier sind wir richtig. Erstmal abspeichern. So. Ja, Leute, und weil der letzte Part so lange war, werde ich diesen Part hier etwas kürzer halten und den Part jetzt hier beenden. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter hier beim Feuerweg. Also dann, Leute, danke fürs Einschalten und macht's gut. Ciao, ciao.